Willkommen zurück in der kleinen Tech-Bude mit mir, Max. Als wäre es nicht schon lang genug her gewesen, schauen wir uns heute mal wieder ein Headset an. Worum geht's wohl heute? Okay, wir schauen uns heute das Masterpulse Pro an. Das ist ein Over-Ear-Headset. Und das Ganze werden wir uns im Detail anschauen. Ich habe ja, das jetzt die ein oder anderen Tage getestet und ausprobiert und werde euch meine Gedanken dazu teilen. Hier habt ihr das Headset mal direkt im Vergleich mit meinem Kopf. Ich setze das auch gerne mal auf. Es ist jetzt nicht allzu klein, das gebe ich zu, aber es ist jetzt auch nicht riesengroß. Also ich finde, es geht. Was hierbei wirklich hervorsticht, ist dieser Aluminiumrahmen. Erstmal ist das Gerät wirklich sehr leicht, aber hat halt trotzdem ein bisschen Gewicht, dass sich das halt nicht billig anfühlt. Es fühlt sich sehr hochwertig an. Auch ziemlich cool ist es mit dem Headband gemacht. Das ist an Drähten befestigt, das wirkt halt echt wirklich hochwertig und hat hier so einzelne Luftkissen eingelassen, die wirklich für Komfort bieten und dadurch auch einen festen Halt garantieren. Das ist ein Self-Adjusting Headband, also das heißt, das passt sich von alleine an. Ziemlich cool. Auch die Earcups sind extrem weich und halten sehr, sehr schön auf dem Ohr und dichten wirklich nach außen ab. Das heißt, ihr habt eine wirklich super schöne Geräuschunterdrückung dadurch. Und man schwitzt auch nicht zu schnell darunter. Das ist oftmals ein Problem, aber ich finde, es geht. Klar, wenn es warm ist, dann lässt sich das nicht verhindern. Aber dadurch, dass man halt wirklich abgekapselt ist, lässt sich der Sound wirklich toll erleben. Dazu kommt ein extrem langes Kabel. Das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ja, wo ist das Ende da? Oh Gott. So lang ist das Kabel, wie man hier sehen kann. Es ist schön, falls man den Rechner weiter wegstehen hat, aber es ist manchmal so ein bisschen nervig, wenn man den Rechner relativ nah, wie bei mir jetzt hier direkt hinten, auf dem Schreibtisch stehen hat. Dann weiß ich immer nicht, wohin mit dem ganzen Kabel gedöns. Viele Hersteller binden mittlerweile so Fernbedienungen, so Remotes an den Kabeln direkt mit an. Ich finde das schwachsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest wenn sie so groß sind, finde ich das nicht zwingend vorteilhaft. Klar, man kann hier jetzt zum Beispiel an der Fernbedienung einmal das 7.1 Surround Sound einschalten. Man kann die Farbe des Headsets ändern. Die sind nämlich an beiden Seiten beleuchtet. Das ist ziemlich cool. Man kann das Mikrofon muten und man kann einen Equalizer einschalten. Und natürlich laut leise, ist klar. Aber ich denke, man hätte das vielleicht ein bisschen kleiner machen sollen oder halt irgendwie dann doch direkt ins Headset integrieren, dass man hier irgendwo schalten kann. Das würde ich ziemlich cool finden. Außerdem sitzt es halt relativ weit oben. Also wenn man sitzt, kann man sich das Ganze natürlich trotzdem irgendwo hinklemmen an der Hose. Aber sobald du aufstehst, reißt das Ganze dann ab. Und das ist halt auch nicht schön. Ein absolut krasses und wirklich cooles Ding. Ich habe das Ding aufgehabt und ich dachte so, die sehen so geil basslastig aus. Hab die aufgesetzt und dachte so, ja, ist cool, aber da geht doch bestimmt noch was. Online habe ich dann gelesen, es steht, oder beziehungsweise auf der Verpackung steht drauf, BassFX. Das ist eine, also die BassFX Technology soll ja wohl so krass sein, dass man richtig coolen Bass haben kann, wenn man möchte. Und dachte ich so, das klingt jetzt irgendwie nicht so heftig. Bis ich dann die Bedienungsanleitung gelesen habe, ich sollte das öfters mal machen. Man kann an der Seite die Side Panels einfach entfernen. Die sind mit Magneten befestigt. Durch den Lufteinlass kann hier einfach mehr Bass freigesetzt werden sozusagen. Und man hört das wirklich. Das ist echt cool. Und ich finde, es hat auch irgendwie so etwas Industrial Look. Ich kann es mal hier in die Kamera halten. Ist das vielleicht zu dunkel so? Das sieht schon fett aus. Richtig fancy. Das gefällt mir richtig gut. Eins, was ich wirklich noch bemängeln muss, ist ganz klar nur USB. Es mag sein, dass viele Leute damit zurechtkommen, aber ich bin Typ, ich stehe auf die Klinke. Mein System ist auf Klinke ausgelegt, das heißt, ich kann kein USB-Headset wirklich benutzen, weil ich ja über meinen Mischpult sozusagen als Zentrale alles mithöre und dort kann man leider kein USB einstecken. Deswegen ist das für mich immer unbrauchbar. Das ist ein kleines Hindernis, was jetzt aber wirklich eher die Leute betrifft, beziehungsweise mich in dem Fall, die halt bestimmtes Aufnahmesetup haben. Das haben die meisten ja nicht. Für euch ist das allerdings kein Problem. Da ihr nicht so ein Setup habt, könnt ihr das Ding ganz stinknormal über USB einstecken und sofort benutzen. Ne? Und wenn ihr dann sagt, so, ich würde das ganz gerne am 7.1 Surround anschalten, bam, klickst du den Schalter um und ist das sofort an. Wenn du sagst, lila ist nicht so mein Ding, bam, vielleicht rot, oder grün. Das könnt ihr alles über die Fernbedienung einschalten. Das ist echt ziemlich cool gemacht. Ich habe mal eben kurz die Kamera geswitcht, denn ich denke, es macht für uns alle Sinn, auch mal das Mikrofon zu hören. Und alle denken jetzt, welches Mikrofon? Wo ist denn das? Das ist ein bisschen versteckt, das befindet sich nämlich genau da. Also hört jetzt genau hin, denn das hier ist ein Test mit dem Mikrofon vom Masterpulse Pro. Dies ist ein Mikrofontest, gemacht mit dem Masterpulse Pro. Und ja, wie ihr hört, hört man nicht so mega viel, denn so mega cool klingt es nicht. Es ist cool, weil es versteckt ist, aber soundtechnisch, naja. Zurück zu der anderen Position.
Außerdem ziemlich cool, ihr könnt auf der Webseite diese Side-Panels für euren 3D-Drucker, die Modelle da sozusagen herunterladen und dann eigene Side-Panels drucken, wenn ihr einen 3D-Drucker habt. Habt ihr einen? Würde mich mal interessieren. Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde es cool, die sind nur wahnsinnig teuer. Was kostet dieses Headset eigentlich, Max? Das ist eine super gute Frage. Schön, dass du fragst, Max. Dieses Headset wird von Coolermaster mit der UVP von 99 Euro empfohlen und ist dementsprechend bei den Händlern auch um den Preis herum erhältlich. Man sieht hier, beweglich ist es. Das Headband adjustet sich selber, die Earcups moven auch und haben hier auch so eine kleine Silencer drin, das ist so Schaumstoff, damit das hier nicht gegen den Metallrahmen kommt. Ne? Weil wenn man hier wirklich gegen den Rahmen gegenkommt, nur mit der Hand, wenn man mal oben am Kopf kratzt, das überträgt sich sehr laut auf die Cups. Sowas macht man ja eigentlich nie, oder? Sehe ich bescheuert aus? Ich weiß nicht, macht man aber nicht. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein wenig informieren. Wenn ihr Fragen dazu habt, haut raus. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen getestet, es ist ziemlich cool. Oder wenn da eine spezielle Frage ist, könnte ich das auch noch testen. So ist es nicht. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao.